Hey, hey, ich bin Maria von More Raw Food und heute möchte ich dir mal erzählen, welche körperlichen Vorteile ich durch die Rohkost bekommen habe. Und zwar habe ich gerade wieder eine Zuschauerfrage bekommen, und zwar, welche körperlichen Vorteile ich dann durch die Rohkost bekommen habe, weil ja so Sachen wie Fully Raw Christina mal geteilt hat, ihre Augenfarbe hat sich verändert. Und deswegen möchte ich heute darauf mal eingehen. Also meine Augenfarbe hat sich nicht verändert, aber ich muss dazu sagen, ich hatte schon immer leuchtend blaue Augen und auch bevor ich mich rohköstlich ernährt habe. Und vielleicht haben die ein bisschen mehr Glanz von innen jetzt bekommen, weil ich eben von innen heraus strahle. Aber die Augenfarbe an sich war schon immer so. Was sich allerdings verändert hat, sind vor allen Dingen meine Haare sind viel dicker geworden, meine Nägel sind fester geworden, meine Haut ist straffer und wesentlich reiner. Was noch? Meine Zellulitis ist weg. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht oder mache ich noch. Je nachdem, wenn ich es schon gemacht habe, verlinke ich es dir mal da. Wenn nicht, kommt das noch. Und ich bin die Symptome von meinem Reizdarm losgeworden. Ich habe keine Verdauungsbeschwerden mehr. Ja, ich friere weniger und ich bin weniger empfindlicher für Sonnenbrand geworden. Und das liegt, denke ich mal, daran, dass ich eben einen sehr, sehr hohen Vitamin-D-Spiegel habe, weil ich das ja supplementiere. Weil wenn der Körper mit gut Vitamin-D ausgestattet ist, sozusagen, oder versorgt ist, dann tendiert man nicht so stark dazu, einen Sonnenbrand zu bekommen. Und ich habe in den letzten Jahren noch keinen mehr bekommen. Und ich würde mal sagen, das waren so ziemlich die ganzen körperlichen Vorteile, die ich davon habe. Naja, obwohl ich schwitze eben nicht mehr so viel. Ich habe noch nie doll geschwitzt, aber eben weniger. Ich habe auch keinen Körpergeruch, hatte ich jetzt vorher auch nicht. Und meine Zähne sind ein bisschen besser geworden, finde ich. Ich habe, seitdem ich mich rohköstlich ernähre, kein Karies mehr gehabt. Noch irgendwas. Ich würde sagen, das war's. Ja. Wie ist denn das bei dir? Welche körperlichen Veränderungen hast du gemerkt, seitdem du dich rohköstlich ernährst oder mehr Obst und Gemüse isst? Hinterlass mir die mal gerne in der Videobeschreibung. Bin ich ja immer sehr interessiert daran. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne ein Like. Abonniere kostenlos den Kanal und ich sage bis ganz bald. Das ist Rocky, Maria.